Kreuzchor, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat für unsere nächste auszuzeichnende Persönlichkeit eine Überraschung vorbereitet. Denn diese Künstlerin ist nicht berühmt geworden, aber sie hat die definitive Version eines alten englischsprachigen Kirchenliedes auf den Markt gebracht. Amazing Grace. Dieses Lied stammt aus dem Jahre 1748. Damals gab es einen Sklavenhändler namens John Newton und der geriet in Seenot. Zu Recht, wie ich finde. Allerdings wurde er auch gerettet und als er gerettet wurde, legte er ein Gelübde ab. Er wurde Geistlicher und bekämpfte für den Rest seines Lebens mit großer Werbe und Energie die Sklaverei. Und er schrieb das Lied Amazing Grace, das der Kreuzchor für unsere Preisträgerin einstudiert hat. Bitte schön, Freunde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war gar nicht einfach, diese besondere Überraschung geheim zu halten. Wir mussten tatsächlich ein Sing-, Brumm-, Summ- und Pfeifverbot erlassen. Das war gar nicht so einfach, wenn man bei den Proben dieser unglaublich einprägsamen und schönen Melodie gelauscht hat. Ja, meine Damen und Herren, es geht um Nana Mouskouri und sie Ihnen vorzustellen, das hieße offene Türen nach Athen tragen. Deshalb haben wir ein paar Höhepunkte Ihrer Karriere für Sie zusammengestellt. Che santi bro, storichi. Eine unvergleichliche Stimme erobert die Welt. Eine Stimme, die die Herzen erreicht. Damals wie heute. Nana Mouskouri liebt die Musik ihrer griechischen Heimat und den Jazz. Ihr unglaubliches Talent öffnet die Tür zur internationalen Karriere. (1961) nimmt Nana Mouskouri dieses Lied auf. Ihr Durchbruch und ihr Markenzeichen in Deutschland. In nur 6 Monaten verkaufte es sich 1,5 Millionen Mal. Und dann erfüllt der berühmte amerikanische Musikproduzent Quincy Jones Nana einen großen Wunsch. Er produziert mit ihr ein Jazzalbum.
Ihre Stimme, die mühelos Chanson, Schlager, Jazz, Swing interpretiert, fasziniert andere große Künstler. Harry Belafonte geht mit Nana auf Tour. Sie singt mit Leonard Cohen, Udo Lindenberg und Julio Iglesias. Mit 300 Millionen verkauften Tonträgern ist Nana Mouskouri nach Madonna die erfolgreichste Sängerin weltweit. Ja, meine Damen und Herren, so steht es geschrieben. 300 Millionen verkaufte Alben. Möchte man die griechische Göttin des Gesangs übertrumpfen, muss man schon eine Madonna sein. Meine Damen und Herren, einen Laudator zu finden für diesen großartigen Star, das ist uns ganz leicht gefallen, denn er ist seit vielen Jahren mit ihr befreundet. Bitte begrüßen Sie mit mir Klaus Wowereit. Liebe Nana Mouskouri, Standing Ovations, zu Recht. Der Europäische Kulturpreis 2018 für das Lebenswerk geht an eine herausragende Künstlerin, geht an einen Weltstar, eine Frau, die über viele Jahrzehnte die Musik bereichert hat, unser kulturelles Leben. Und ein Kulturpreis, ein europäischer Kulturpreis, Dani Brühl hat es vorhin schon angedeutet, ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Wir sind leider in einer Situation, wo die Euphorie eines gemeinsamen Europas nicht so selbstverständlich geworden ist. Skepsis ist an der Tagesordnung, Verwerfung, auch in deinem Heimatland Spanien, in Italien, was wir sehen, Brexit. All diese Dinge bewegen uns heute und deshalb ist es ganz wichtig, Europa positiv zu besetzen. Und wer könnte das besser tun als die Kultur, als Protagonisten, die Zeit ihres Lebens dafür gekämpft haben, dass Menschen in Freiheit und Wohlstand leben können. Nana Mouskouri ist dieser Weltstar, den wir alle kennen. Viele aus dem Bereich des Schlagers in Deutschland. Und sie steht dazu, wir stehen auch alle dazu. Und ihre Lieder, ihre Schlager haben uns begeistert über viele Jahrzehnte. Was in Deutschland viel zu wenig zum Vorschein kam, war die Jazzsängerin. Und ich kann mir das so vorstellen, wie Nana Mouskouri Anfang der 60er Jahre die große Welt eroberte, nach New York ging, Quincy Jones und dann sicherlich auch nicht einfach. In deinen Erinnerungen hast du das sehr schön geschrieben, wie du Harry Belafonte kennengelernt hast, wie er dich getestet hat, wie er im Nebenraum saß und dann als Nachfolgerin dieser großartigen Miriam Makeba dir die Chance gab, mit ihm auf Welttournee zu gehen. Dies sind Bereiche, die hast du dir erarbeitet, die sind nicht in die Wiege gelegt worden und dies ist grandios. Und dies über so viele Jahrzehnte, wenn man das schafft, sein Publikum zu begeistern, ein neues Publikum über Generationen hinweg tatsächlich sich neu zu erschließen, dann ist das etwas ganz, ganz Besonderes. Das ist phänomenal. Und der hohe Wiedererkennungswert, sie hat eine Brille, schwarz gerandet.
Es gibt ein Geheimnis, das wir heute lüften dürfen. Es ist nicht dieselbe noch von vor Jahrzehnten, sondern sie ist durchaus erweitert worden im Repertoire. Sie hat einen hohen Erkennungswert, darauf hat sie immer Wert gelegt und das hat sie auch ausgezeichnet. Und sie war diejenige, die ja nicht nur ihr künstlerisches Werk verbreitet hat, sondern sie war immer politisch. Sie hat sich engagiert, sicherlich auch bedingt durch ihre Jugenderlebnisse als kleines Mädchen, wie im Zweiten Weltkrieg die Flieger kamen. Nicht in freundlicher Absicht, wie man Angst hat um sein Leben, wie sie als kleines Mädchen mit ihrer Schwester, mit ihrer Familie Leid und Elend ertragen musste, kennengelernt hat. Das hat sie geprägt, auch für die Zukunft. Ihr Engagement bei UNICEF, unbeschreiblich, vor allem Kindern zu helfen und dies zu machen als Person, als Mensch mit Möglichkeiten, die man als großartige Künstlerin hatte, aber das mit ganzem Herzen zu machen und den Kindern zu helfen, in Kenia beispielsweise, den AIDS-Waisen oder in Madagaskar oder auch im eigenen Land, in Griechenland, jetzt in den Flüchtlingscamps eine Hilfestellung zu leisten, das hat sie ausgezeichnet. In die Politik ist sie auch gegangen, Europaabgeordnete. Nana, es war sowieso die falsche Partei, aber du hast auch festgestellt, Politik ist auch nicht so leicht. Man braucht langen Atem und man muss versuchen, dort etwas zu verändern. Aber du hast es dann nach einer Legislaturperiode aufgegeben. Aber es war dein Engagement. Und du hast im Exil gekämpft gegen die Obristen. Du hast Position bezogen und du hast nicht als Künstlerin gesagt, ich bin Künstlerin und ich habe mit Politik nichts zu tun, ich will damit nichts zu tun haben. Nein, du hast dich eingemischt. Und ich glaube, für dich persönlich war das ein ganz besonderes Erlebnis, tatsächlich dann 1984, nach 20 Jahren Exil in Griechenland, in Athen, in diesem wunderbaren Odeon des Herodes Atticus am Fuße der Akropolis, dort ein Konzert zu geben, nicht zu wissen, wie reagieren die Athener, wie werde ich wieder aufgenommen, was passiert. Es war grandios, du bist aufgenommen worden, du warst nicht weg, sondern du warst in den Herzen der Griechen immer da. Und deshalb war das ein wunderbares Beginnen. Abschied zu nehmen ist nicht leicht. Eine großartige Abschiedstournee hast du geplant. Ich hatte das Vergnügen gehabt, am Anfang dieser Abschiedstournee in der Berliner Philharmonie dabei zu sein, 2004. Tolle Stimmung, wahnsinnig. Aber nicht zu vergleichen mit dem Abschiedskonzert am 23. Juli vor fast 10 Jahren, 2008, wieder in dem Odeon am Fuße der Akropolis. Ja, es war unbeschreiblich, einige waren dabei. Wie eine Göttin, wie eine griechische Göttin warst du in dem Theater zu sehen. Es war ein leichter Windzug, das Flatterkleid, es bewegte sich. Unsere wahnsinnig gute Künstlerin hat uns mitgenommen und es war ein griechisches Konzert. Es waren zwar der Bürgermeister von Paris auch da, der Bürgermeister von Luxemburg, die ganze Autobelaute von Griechenland natürlich und viele mehr, aber es war ein griechisches Konzert. Und sie hat in ihren Erinnerungen geschrieben, wir haben mit den Menschen zusammen gesungen, wir lachten und wir weinten gemeinsam. Es war ergreifend, es war wunderbar, es war eine Krönung einer langen künstlerischen Karriere, eine Krönung einer Frau, die sich stets engagiert hat für Frieden, für Völkerverständigung. Und deshalb ist es wunderbar, dass du heute an diesem Ort den Europäischen Kunstpreis für dein Lebenswerk bekommst. Liebe Nana Muscuri, herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Preises.
Das ist sehr schwierig für mich zu sagen etwas. Und natürlich in Deutsch, was die erste Ding, das ich möchte gerne, danke, danke, danke schön mit meinem ganzen Herz. Und zu sagen, dass ich bin sehr glücklich, hier in Dresden zu sein und Freunde zu finden, natürlich. Aber man kann nicht sagen, die Gefühle, dass ich schaffe. Vor vielen Jahren, ich bin 83, 84, ich weiß, dass ich kann nicht wirklich zu viel Zeit nehmen, aber zuerst auch entschuldigen, dass ich habe gekommen nach dieser letzten Tournee, die Auf Wiedersehen-Tournee. Ich könnte nicht mehr bleiben ohne Gesang, so ich habe gekommen, entschuldigen Sie, dass ich bin. Auch, ja. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es je mérite. Autre altesse, je ne sais pas comment dire je mérite en allemand. Mais enfin, if I really should have this prize, but there is one thing that I may say. With my Greek, proud of my Greek really nationality and my identity, I came for the first time in Germany. And I made in the 60s, and I had my first prize in Europe and in the world, of course. This was my first, with the Weiße Rose in Nassau-Thel. In this thing was really also France included. Natürlich war dabei auch Frankreich ein Thema, das ist auch ein weiteres sehr großartiges Land, genauso wie Spanien und auch Italien, England. Und natürlich auch Monte Carlo. Ja, ich habe so viel gemacht. Nun war ich begann also Europäerin zu sein und ich habe nichts weiter gemacht, als einfach Europäerin zu sein und mit Europa meine musikalische Identität zu teilen. Ich hoffe auch, dass ich den Menschen ein bisschen von meiner griechischen Nationalität mitgegeben habe. Und deshalb bin ich wirklich sehr stolz darauf. Meine Musik war wirklich hat eine griechisch-europäische Nationalität verkörpert. Vielen Dank. Und ich bin viel um die Welt gekommen und solange ich noch lebe, auch wenn ich schon ein Auf Wiedersehen gesagt habe, dann hoffe ich, Sie haben nichts dagegen, wenn ich immer mal vorbeikomme. Vielen, vielen Dank. Ja.